Herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video von Gun Home. Wir werden uns in diesem Video mal den Kellerbereich genauer anschauen und warten, was uns erwarten wird. Also viel Spaß. Ist wirklich irgendwie gruselig. Sehr viel altes Zeug. Karte ansehen. Geisterjäger, Aufzeichnung, Hauserkundung. Versteckte Lagerfächer entdeckt 3. Bibliothek, Flur im Obergeschoss, Foyer. Beweise für das Übernatürliche gefunden 0. Das ist ein Foto. Den Holzplatten da, wo in dem Haus sind, im unteren Bereich, kann man wohl die Platten wegmachen an den vereinzelten Stellen. Im unteren Bereich neben Papas Arbeitszimmer und hinter Papas Arbeitszimmer. Oh, hat der Papa vielleicht noch mehr? Terry, hat er vielleicht noch mehr Geheimnisse? Irgendwie ist es auch cool, also ich meine, abgesehen von den ganzen gruseligen Geräuschen, ist auch cool, so Geheimverstecke zu haben. Ich bin jetzt in Papas Arbeitszimmer. Dann ist hier irgendwo wohl ein Panel. Lockeres Panel nehmen. Flyer ansehen. Die Misfits, Samstag, 29. Oktober, plus Special Guests, Maidenhead, Stygia, 306 W, Franklin Street. At Todd's brother's place after the show, there was only a futon to sleep on, so Lonnie and I shared it. The lights went out. I was turned toward her, my eyes started to adjust, and then I could see she was looking at me, too. In the dark, she smiled. My heart was beating so fast. I rolled over, I felt so, I don't know, nervous? After a minute, she put her arm around me, and was so close, and whispered in my ear, I really like you. I just nodded my head, and I really hope she could tell. I really hope that she meant what I think she did. I felt like a shook-up can of soda ever since. I hope we have the chance to talk before I explode. Gewöhnung an die Dunkelheit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht sowas immer ziemlich nah. Ich finde sowas wirklich wunderschön. Dass es sich von Zeit zu Zeit, ich bin zu perplex, so von Zeit zu Zeit so sehr nahe kommen und sich wirklich lieben lernen. Also, ja. Tut mir leid, ich bin gerade etwas mitgenommen von dem schönen Tagebucheintrag. Ja, und das sogar das Knatschen oben und das Raschen hat mich jetzt nicht wirklich besonders beeindruckt. In Papas Arbeitszimmer nebendran ist noch ein Panel, wahrscheinlich das hier, das sieht nämlich so aus. Geschichte lesen. Was ist das? Zweiter Schnipsel mit Kombination nehmen. Auf Sam Private. Hälfte von Sams Spinnkombination in den Rucksack gepackt. Aha, okay. Der Himmel am Ende der Welt. Privat. Nicht lesen. Der grüne Gletscher Teil 2. Samantha Greenbrier, 9. Klasse. 1.12.92. Allegra und ihr Erkundungstrupp spähten vorsichtig von ihrem Hochsitz im Gäst der Bäume aus durch die dichte Decke aus raschelnden Blättern. Nur einige Meter entfernt wurden strahlend helles Sonnenlicht von den inneren Eiswänden der Gletschermulde, in der Wald wuchs, reflektiert. Es war in der Tat ein merkwürdiger Anblick, solche Üppigkeit in der Nachbarschaft, kalte Eisformation.
Allegra sprang ohne Zögern vorwärts durch die hohen Äste. Der erste Offizier war von Amazonen. Wieso geht schon wieder der Text weg? Das ist irgendwie voll mysterious hier, voll gruselig. Hat das was zu bedeuten? Ah, oh, das Spiel macht mich doch verrückt. Ich probiere es nochmal. Jetzt steht wenigstens wieder Text da. Der S-Offizier war vom Amazonenstamm des Grüngletschers gefangen genommen worden. Sein Leben hing an seinen Faden. Wir müssen uns beeilen. Ihre Mannschaft folgte ihr und sie bewegten sich so leise wie ein Windhauch durch die Vegetation. Allegra landete auf der Lichtung und rief: Halt! Sie sah die Königin der Amazonen auf ihrem Podest stehen, ihre Finger nach dem Hebel greifend, der ihren ersten Offizier in den Bottich unter ihnen fallen lassen würde. Sie rief: Nein! Und schleuderte ihren Säbel auf die Hand der Amazone. Doch es war zu spät. Der erste Offizier schrie, als er auf das Wasser zufiel. Dann tauchte er ein und war auf unheimliche Weise still. Allegra konnte ihren Blick nicht abwenden. Sie war wie erstarrt durch Furcht und Reue. Sie war einen Augenblick zu spät gewesen. Aber dann begann etwas aus dem Bottich aufzutauchen. Ein Schopf braunen Haares, sowie das des ersten Offiziers. Dann die Schultern und Ärmel seiner Jacke, völlig durchnässt. Aber wie die Gestalt dort stand und das Wasser ihr herunterlief, wurde Allegra bewusst, dass der erste Offizier sich verändert hatte. Er war nicht länger ein Mann. Stattdessen, was sie sah, waren die Augen, das Gesicht, das Haar und die Hände und der Körper einer Frau, noch immer in der Kleidung des ersten Offiziers. Noch immer der erste Offizier. Er, sie, sprach mit einer sanften, hellen Stimme: Captain? Die Königin der Amazonen sagte: Sie ist nun eine von uns. Sie gehört uns. Allegra zog ihre magischen Vorderlader aus ihrem Gürtel und ihre Crew machte die Schwerter bereit. Allegra starrte der Königin in die Augen und sagte: Das ist die Liebe meines Lebens und du kannst sie nicht haben. Wieder so ein Gänsehautmoment. Heute haben meine Haare viel zu tun. Auf den Armen. Sehr viel Gänsehaut. Die Sam kann wirklich beachtlich schöne Geschichten schreiben. Ich gehe jetzt mal schauen, ob... Die Gänsehaut soll mal aufhören. Ich gehe jetzt mal schauen, ob im oberen Bereich auch sich ein geheimes Panel auf der Karte befindet. Und ich lage richtig mit meiner Vermutung. Das ist im, wenn ich jetzt nach links und dann nach rechts gehe, auch wieder an der Wand ein verstecktes Geheimnis. Also müsste, ja, man sieht es auch schon etwas. Hier am Rand ist es etwas heller. Und hier ist es ziemlich dunkel. Das Ouija-Brett. Ouija. Also, man streitet ja immer, ja, ob sowas gibt oder nicht. Das habe ich jetzt mal dahingestellt, um unnötige Diskussionen einzuleiten. Und jetzt habe ich auch die vollständige Kombination für Sam Spind in den Rucksack gepackt. Notiz lesen. Erstens, hallo. Hallo, wer bist du? Oscar. Was willst du? Zurückkommen. Jetzt bekomme ich langsam Angst. Okay. Dann schaue ich mal, wie die Kombination aussieht. 0501. 0501. Mann, Sam. Gentlemen, das Magazin für Männer. Juli 1994. Die große UFO-Vertuschung. Spezial. Shannon Doherty. Exklusives Interview mit Medienmogul David Jeffen. Endlich, Gillian Anderson. Ach, die hat wohl geklaut. Das sind noch Teile aus dem Supermarkt. Oder aus dem Bekleidungsgeschäft, wo piepsen, wenn man rausläuft.
Zigarettenschachtel nehmen. Heimlich rauchen tut sie auch. Ist alles, was verheimlicht wurde. Oscar? Schlüssel nehmen. Lonnie came over today. But everything was different. She was sitting at my desk chair and she wouldn't look at me. Finally, I asked her what was going on. She said she felt like she'd done something wrong that night in the city. Like I must think. But I said no. There was nothing wrong. I just wanted to say. But I couldn't find the words. I felt like I was gonna cry, but I wasn't sad. She got up and sat next to me on the bed. I looked at her. Lonnie, do you think you could ever... And that's when she kissed me. Wie rührend. Oh, verdammt, schon wieder Gänsehaut. Also wer da wirklich... Ich bin nicht nah am Wasser gebaut, aber... Es war alles in Ordnung, in den Rucksack gepackt. Sehr schöne Geschichte. Aufschließen. Also dann ist hier wohl der Keller. Ich habe ja den Kellerschlüssel im Spind gefunden. Und ja, hier mache ich zu. Ich bin echt gespannt. Ich will unbedingt weitere Tagebücher von Sam finden. Es wird wirklich immer schöner. Die haben sich richtig ineinander verliebt. Das ist so schön. Ja, wie jeder Killer auch. Gruselig. Potato Chips. Im Keller schallt das noch viel lauter wie sonst. Das ist da oben. Einfach nur von der Lüftungsanlage, okay. Da liegt noch etwas. Zeichnung ansehen. Sam plus Lonnie. Mit dem Herz. Oh. It's different now. I mean, we still hang out all the time like before. But now when no one else is around... Well, you know. So you could say we're dating. But it's secret. Secret dating? I don't know. I mean, I guess that's the real difference. Now when we get off the phone or go home for the night... Where it's just quiet and we're alone. We say I love you. Sie müssen sich wohl, weil es halt eine gleichgeschlechtliche Beziehung ist, wollen sie es wohl etwas geheim halten, was ich persönlich total schwachsinnig finde. Aber es war halt auch zu der Zeit sowieso etwas, es wurde sowieso etwas strenger genommen. Was ich finde sowas einfach nur schade. Da haben sich zwei Menschen ineinander verliebt, lieben sich sehr und müssen das geheim halten. Liebe Samantha, ich möchte Ihnen meinen herzlichen Dank für Ihre Einladung zum Thanksgiving Ihrer bezaubernden Familie in Ihrem Domizil bedanken. Ich habe die wohlschmeckenden Kartoffeln sehr genossen und obwohl es merkwürdig war, so lange mit deinen Eltern zu verbringen, war es auch spaßig zu sehen, wie schwierig es für deinen Vater ist, mehr als 30 Sekunden am Stück nicht komisch drauf zu sein. Mit äußerst herzlichen Grüßen, Ihre enge Freundin und Vertraute Lonnie D. Liebe Mrs. DeSotto. Ah, DeSotto. Erlauben Sie mir die Gelegenheit zu ergreifen, mich bei Ihnen herzlich für die von Ihnen erhaltene Gastfreundschaft auf dem Anwesen Ihres Vaters nach dem zuvor genannten Mahl mit meinen Eltern zu bedanken. Ich muss sagen, das Thanksgiving-Fest Ihrer Familie war das erfreulichere der beiden Veranstaltungen. Besonders schätze ich die Zeit, die ich mit Ihrer Großmutter verbracht habe. Eine wunderbare Frau mit einem gediegenen Geschmack und einem kultivierten Auftreten.
Wir sollten das im nächsten Jahr zur selben Zeit wiederholen, wenn Sie möchten. Herzlichst, Madame Samantha L. Greenbrier. Schön. Sehr unordentlich im Keller. So, der Ofen, der erinnert mich etwas an Nightmare on Elm Street, ganz ehrlich. Nicht, dass da Freddy Krueger irgendwo kommt. Oder ein anderer Geist. Schnur ziehen. Dieses Zeichen deutet wohl auf irgendwelche Wissenschaftler oder so hin. Geht es einfach davon aus, so atomemäßig. Den ersten Platz errungen. Tafel nehmen. K steht für kreativ, A steht für anmutig, I steht für intelligent, T für talentiert, L für lebensfroh, I steht für idealistisch und N steht für nett. Catlin. Aktenordner nehmen, wieder leer. Oh Mann, eine meiner älteren Arbeiten aus dem Sexualkundeunterricht. Jetzt kommt's. Der Fortpflanzungsapparat, Arbeitsplatz 6. Name: Caitlin Greenbrier. Datum: 10.09.91. Aufgabe: Unten stehen zwei Geschichten. Die Abfolge ist in beiden durcheinander geraten. Nimm dir ein Blatt liniertes Papier. Wähle eine der beiden Geschichten aus und schreibe sie neu. Beginne mit dem Titel und deinem Namen. Finde einen Einleitungssatz, mit dem du deinen Absatz beginnen willst. Ordne die folgenden Sätze chronologisch. Stell sicher, dass der letzte Satz eine gute, abschließende Aussage ist. A. Der Menstruationszyklus. Sie wandert durch den Eileiter. Die Eizelle löst sich vom Eierstock. Da das Innere der Gebärmutter nun nicht für eine Schwangerschaft benötigt wird, wird es 2 Wochen später durch die Vagina abgesondert. Es ist unglaublich, wie gut sich der weibliche Körper auf die Schwangerschaft vorbereiten kann. Wenn die Eizelle. Wenn die Eizelle nicht mit einem Spermium in Berührung kommt, löst sie sich auf. Während die Eizelle sich entwickelt, wird das Innere der Gebärmutter immer weicher und dicker. Eine neue Eizelle bildet sich in einem der Eierstöcke und der Prozess beginnt von vorn. Eine Eizelle beginnt sich zu bilden. Diesen Text hatten wir schon mal mit dem Menstruationszyklus. Mal schauen, was hier steht. Der Fortpflanzungsapparat, Arbeitsplatz 6, Name Caitlin Greenbrier, Datum 10.09.91, der Menstruationszyklus. Eine Eizelle beginnt sich zu bilden. Während die Eizelle sich entwickelt, wird das Innere der Gebärmutter immer weicher und dicker. Also wieder dasselbe Text. Das war dann quasi einfach nur so ein Test, bevor sie die Arbeit wirklich geschrieben hat. Bevor ich jetzt wieder alles lese. Okay, dann suchen wir mal weiter. Ganzen Sicherung. Ein Ausdehnungsgefäß, oder? Sieht nach einem Ausdehnungsgefäß aus für die Heizungsanlage. Ausdehnungsgefäß, sag ich. Mein Warmwasserspeicher. So. Ausdehnungsgefäß, wie komme ich denn jetzt auf Ausdehnungsgefäß? Täuscht es mich oder wird es wieder immer schlimmer, umso näher ich hier im Keller weiter voranschreite? Lampe, endlich Licht hier ins Dunkle bringen. Zettel ansehen. 14-karätiges Gold, Herzanhänger in 2 Hälften. Individuell anpassbar durch bis zu 10 Zeichen. Namen, Daten, Initialen. Was immer Sie sich erträumen können. Als Geschenk verpackt, importiert. L und S. Oh, da hat sich die Serie richtig Gedanken gemacht. Brief lesen. Sehr geehrte Samantha Greenbrier, herzlichen Glückwunsch. Sie wurden für den Schriftstellerkurs des Reed College Sommerprogramms 1995 zugelassen. Wir freuen uns außerdem, aufgrund Ihres Portfolios und Ihrer Schulakte
ihnen finanzielle Unterstützung zu gewähren, die 75% der anfallenden Gebühren deckt. Die beigefügten Dokumente enthalten Details, optionale Zusatzkurse und den ihnen zugewiesenen Wohnheimplatz. Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme am Sommerprogramm. Nochmals herzlichen Glückwunsch. Julie Morris, Leiterin Antragsbewilligung. Ich bin so gespannt, wie es im nächsten Video weitergeht. Ihr auch? Na dann würde ich sagen, schauen wir uns einfach gemeinsam das nächste Video an. Also, tschüss!